Stunde war ziemlich ausgebreitet hier in der Gegend. Das ist bis nach Kreuznach, war der Verband. Auf der Stierwiese am Stierstall, da wurde geturnt an verschiedenen Geräten. Das Ganze war in einer DJK-Vereinigung, die natürlich katholisch geführt war zu dieser Zeit. Und nach ging es dann vor dem Krieg noch zum Fußball über, welcher aber Anfang der 30er Jahre durch die Nazis dann verboten wurde und 1933 dann ganz aufgelöst. Durft ihr nicht mehr sehen, weil dann die Hitlerjugend war und dann ist ja der JK verboten worden. Da war nichts mehr. Ja, und dann kamen die SA und hatten die Bälle weggenommen. War Feierabend. Da waren sie ja nicht viel. Und dann war ja lange, lange Zeit nichts. Im Krieg war nichts. Rudolfwort von der Mannschaft mit der Älteste. Da war der Albert unter, letzter Albert, seine Bruder, der Jupp, der Johannes, Schüpfer. Ich weiß noch als junger Kerl, dass mir Unkerz Almis, Elbers Hammann und Leiche Hans, die waren unsere Vorbilder, weil wir waren ja junge Kerle, wir mussten ja mittags in die Christenlehre gehen und sind nur dann anschließend auf dem Sportplatz. Ja, Gott, wir haben uns immer wieder getroffen, auf der Wiese gewolfen, Fußball gespielt. Immer schön die Reihe noch aufgestellt und dann ist ausgelost worden. Erste, dritte, fünfte, siebte durften die Mannschaft, die andere Mannschaft und so weiter. So ist das dann entstanden. Vor allem, wir können doch mal anfangen, Fußball zu spielen. Wir haben doch genug Leute. So ging das dann los. Da muss dann noch einer besucht werden, wo das ein bisschen in die Hand nimmt. Der Vater war ab dem Fußballbeginn war der Vorsitzende. Bei uns hat sich damals viel abgespielt. Da ist die Mannschaft aufgestellt worden, praktisch, weil der Rudolf mit meiner Schwester gefreut hat und war immer, fast immer dort bei uns. Und da kamen die Spiele hierher. Manche haben sogar gezittert und gebebt und hatte Hoffnung, dass ich aufgestellt wäre. Ich weiß, Schüpfer Hans. Mhm. Und der war dann, ach Gott, der hat immer so gesagt, und da hat er sogar Tränen, aber wenn er als Linksaußen nicht aufgestellt ist, war, dann ist der. Der Schornsteinfeger, Josef Liesenfeld, der ist dann meistens links außen geworden, naja. Immer wenn wir ein Heimspiel hatte, Mittag war Christelier. Jeden Sonntagmittag Christelier. Ja. Vor der Kirche dir gestanden, noch gewartet, ob Christenlehre war oder nicht. Wenn kein Christenlehre war, sind wir auf den Sportplatz gelaufen und auf Fußball geguckt. Er hat oft christlich angekündigt, was nur, und dann war doch kein Christlicher. Aber auf jeden Fall musste man bei Krevebeldes und Semel, der war der jüngste Spieler, musste der Semel holen, für den Platz abzuzeichnen. Die sind nur vergetragen worden. Ja, dann zack in die Mitte mit zwei Mann und dann ist das mit der Hand, ist der Platz abgezeichnet worden. Wir sind benachrichtigt, wo ein Spielplatz hat, wer spielen durfte, wer konnte. Manchmal haben wir uns getroffen und noch ein bisschen vorher gespielt, ein bisschen Ball hinhergeschoben. Da stehe ich wies, wenn es ging, wo ein bisschen Platz war. Die Wiese konnten wir nicht frieren, weil Landwirtschaft. Sind wir auf den Sportplatz gegangen? Ja, zu Fuß. Dann haben wir gespielt. Nachdem wie es war, dann sind wir noch mal drin gegangen. Die Kameradschaft war ganz groß. Das Bier hat ihnen nachgeschmeckt, das war immer wunderbar. Ich habe mit 60 Jahren angefangen. Das 60 Jahre rote Pass hat man doch gehabt, 2 Jahre. Um 18 war, ist man automatisch auf links außen gestellt worden. Da konnte man keine große Schade machen, ob man links oder rechtsfuß war. Da ist man einfach hingestellt worden. Dann habe ich das erste Spiel hier auf dem Götze gemacht, das war ich noch so ungefähr. Da war natürlich nicht so das System wie heute, Balle abgeben, sondern einfach das Tor suchen.
außen lang unten vorbei, außen und dann die Fennflanke und dann vollenden. Und da war ich 17 Jahre, ich hatte auch einen roten Pass gehabt. Ja, ja, ja. Und da haben wir 3-2 gewonnen. Da habe ich 2 Tore geschossen, als 17-Jähriger damals. Ja, ja. Weiß Zeit noch, der Altvogt in Stollen verzählt. Wir haben einen neuen Fritz Walter, wir haben einen neuen Fritz Walter. Mein erster Fußballschuh war ein paar Ami-Schuhe. Und da habe ich aus dem Antriebsriemen vom Motor Riemchen abgeschnitten und habe die ohne drauf genagelt. Ein Noppen, sondern so Streifen. Das war der erste Fußballschuh, den ich hatte. 1950 Jahre haben wir schon Fußballschuh gehabt. Der Verein praktisch hat die Fußballschuhe. Und die sind noch immer umgetauscht worden. Der hat ich gekriegt, der, weil der nicht nämlich spielen konnte, verletzt war, dann hat der andere den gekriegt. Wenn wir im Schrottplatz gespielt haben, kamen 5-6 Paar Fußballschuhe monats. Die Stolle sind kaputt. Man hat ja alle Lederstolle drunter. Das war meine Aufgabe, die Lederstolle auf die Schuhe wie sie machen. Die habe ich dann da im Voraus schon gemacht. Verschiedene Größe waren die unten, bis sie dicker waren, oben dünner. Früher die Lederballe so dick mit Nahtschutz, da war noch so Naht dazwischen. So breit die Öffnung, wo der Schlauch hinkam. Dann ist der mit dem Riemen zugemacht worden und so ist dann gespielt worden. Aber damals die Balle und die war dann auch so schwer. Die erste Balle, ja. War gar kein Balle da, da war eine. Zwei Balle. Meistens nur eine. Eine Balle? Ja. Und doch gar zwei Balle gehen, du. Und die Balle war da blöd. Die war da vorne geschnürt. Wenn du dann einen Kopfball hast und da kam der Schnürball auf den Kopf, da hast du gesehen, wo der eng geschnürt war. Ich war schnell und kopfballstark und laufen konnte ich, Fußball spielen konnte ich nicht. Es war eben keine Leute, die Fußball gespielt haben. Wir waren immer dasselbe Team. Also, ja, wir haben auch allein. Wir haben einfach so gemacht, dass wir 11 Mann haben. Verstehst du? Ich weiß nicht, wie das heute ist. Es ist ja anders. Also, die jungen Kerle sind verheiratet und Mädchen oder was. Verstehst du? Dann stehen die schon neben dran. Denke, jetzt muss ich sehen, dass ich geduscht wäre und dass ich wieder heimkomme. Und das war damals. Damals sind wir geschlossen mit allem Mann. Über dem Rhein haben wir den Kaub gespielt und den Wellmisch. Den Kaub haben wir mal 4-1 gewonnen. Ich weiß, wenn wir im Park abgespielt haben, die hatte auch nur 1-2 Balle. Da haben wir immer, wenn wir geführt haben, die Balle da reingeschossen. Da war außen nachher, wo die Ballen noch sind. Und dann ist das Spiel natürlich nicht weitergegangen. Da hat es keine Nachspielzeit wie heute. Nein. Nachspielzeit. Keine rote Karte, gelbe Karte, das gab es nicht. Da hat es ja keine Auswechslung gegeben. Wenn du verletzt warst oder was, da hast du da rumgemacht. Bist du vorher auf links außen, rechts außen gestellt worden? Da haben wir auch noch Fußball gespielt, wie in Bacharach, wo jetzt der Campingplatz ist. Da war der Sportplatz. Und dann ich und der Rolli waren da so gleichzeitig so ziemlich in die Mannschaft gekommen. Und da war ich auch irgendwie verletzt. Und da hat der Rolli das erste Spiel in Heimbach gemacht, auf die Insel. Da kamen wir hin, da war so hoch da und die Blume geblüht. Da hat er den Kürbis mitgespielt, mit der kleinen Bahn, der war bis in die Knie im Gras. Der Schwarze, der Rudolf mitgespielt. Und da haben wir dann auf der Insel 5-2 gewonnen. Ach, der war ja auch so schlecht. Ja. Und der war so schlammig im Frühjahr. Aber ja, man musste mit der Fähre übersetzen. Mit der Fähre über. Und da hat er gleich Eintritt genommen und die Fährkosten. Und da ist der Hermann, Stahl Hermann, und seine Bruder Alvis noch nicht über Spiele gegangen. Und da waren die hier Fußballspiele in Dornfurt. Und wir haben tatsächlich, war es auch noch, 10-0 gewonnen, gegen Niederbosch. Ja. Gegen die Erste. 10-0. 10-0. Da, dein Vater hat neben noch gestanden. Da hatte ich noch kein Tor geschossen beim 9-0. Ja. Der sagte, du musst ja auch noch anschießen. Und tatsächlich ist 10 Tor. Du. Ja, ja. Ich noch geschossen. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere. Where's she mine?
Ja, Gott, dann hatten wir nicht die richtige Schule. Wir hatten ja Training überhaupt keins. Wir hatten ja keine Zeit gehabt für so Training. Hast du Landwirtschaft, wenn du abends heimkommst, ist direkt los. Wir haben ja praktisch gar nicht trainiert. Wir haben samstagsmittags noch die Christenlehre. Die war um 2, um 3 war der Fußball. Verschissen. Das kann ich noch sagen, wie der Jost, der noch mehr zusammen gespielt hat. Jahresende, wie wir fertig waren. Da wurde gesagt, wie viele Tore ich geschossen habe. Und der hat ihm meine Tore geschält. Ich wusste selber nicht, wie viele Tore ich geschossen habe. Ja, wir haben genau die Tore gezählt, wo wir geschossen haben. Jeder wollte die meisten geschossen haben am Ende der Saison. Gell, ja. Und dann waren die Unterhemden und haben eine rote Streife drauf genäht. Ja, die neue Trikot gab es etwa 1950, möchte ich sagen. Sehen die besorgt war. Gaul, das war Nationalspieler von Plus Neuendorf, das ist heute dann Plus Koblenz. Und er hat eine Frau hier von Darmscheid. Der Gaul war öfter bei uns Besuch. Gell? Und dadurch sind die dort rangekommen, die Kerle. Ist Kontakt gesucht, ob der uns vielleicht ein bisschen helfen kann, Trikot und so weiter. Und tatsächlich, er hat uns Trikot besorgt, mir war wohl grün-weiß, aber. Es war Weinrot. Weinrot, ja. Weinrot mit weißen Kragen. Die Ronaldierche hat was entgegengekriegt, Wein. Und nach meinem Vater hat damals noch 2 Schuhe gemacht. Dafür. Das war alles ausrangiert. Die hat ja keine neue Trikots. Dann kam die Trikot, die Männer voller Stolz. Erste Mal im Trikot. Ich reit noch der Kürbis und der Kirsch zu Fuß sind die. Wir sind nicht mit dem Auto gefahren, zu Fuß auf der Kette gegangen und hat das neue Trikot und ziemlich heit noch. Ja, ja. 1958, wie die Fußball-Weltmeisterschaft in Schweden war. Und da waren wir an dem Sonntag Ausflug machen. Und da sind wir morgens an die A gefahren, da war ich nicht verheiratet. Und haben in Maischers Kellerprob gemacht. Dann haben wir mittags in Dernau Fußball gespielt. 5-2 verloren, aber da war so noch frisch oben. Und dann anschließend sind wir in die Wirtschaft gegangen und haben das Spiel gegen Jugoslawien geguckt. Ja, und das war dann. Die Frauen hatten gar nichts, die Männer waren halb besoffen. Dann sind wir wieder heimgefahren. Wir hatten aufgehört zu spielen und da sind so ein paar gute Sender mit Urbeis zusammengegangen. Wir haben noch lang wegen Spielermangel mit Holzfeld zusammengespielt. Und seit lang haben wir sogar mit Wiebel zusammengespielt. Ja. Da hat er heimgeguckt und lass mir das. Da kommt der Uze, der Werner. Und hey Patrick, dein Vater. Die kamen bei mich. Wir wollen wieder Fußball spielen. Sag ich, wie habt ihr euch das gedacht? Ah ja, dass du das da ein bisschen in die Hand nimmst. Überlegt, ja, wer mich kennt, ja. Ich war ja froh, dass es also wieder losgegangen ist. Ja, leider mehr genug. Der Eimer, da habe ich später dazu, der Rolli kam zurück. Und da sage ich, ja, ihr Alter, ihr braucht nicht zu spielen. Wir haben leid genug. Und der Stubbi und ich haben direkt schon mitgespielt. Das erste Spiel. Ja, da sind wir Stammspieler war schon. Da kam der Siegfried noch dazu. Der hat dann schon alte Herren gespielt und der Samstag und Sonntag gespielt. Der war ja, ich konnte sie immer froh. Das war ja vorher schon immer Fußball, immer mit Unterbrechungen. Ne? Ja, dann war Fußballspiel, aber kein Geld da. Was machen wir? Da haben wir dann die Feuerwehr oben Waldfest gemacht, um den alten Sportplatz. Und da haben wir uns dann eingeklinkt, da durften wir mitmachen und haben dann naja, halbe gemacht. Da konnten wir wenigstens mal Balle kaufen. Und Kreid kaufen für Abzustreuen. Ja, so gehört es schon da so aufgebaut. Aber Training habe ich gemacht, das war eine Katastrophe. Ich hatte keine Ahnung. Laufen, ja, ein bisschen darum, aber es ist was getan war. Früher sind wir das erste Spiel auf den Platz gegangen und nachts haben wir vor dem Bett gestanden und haben den Krampf vor der Krampf. Training so frei Schnauze, jeder hat mal gemacht. Jeder hat das gemacht, was er konnte. Es ging das dann so 2 Jahre ohne Trainer. Dann kam dann, ich glaube, der Horst hat das organisiert mit dem Hermann Josef. Erster Niederbäuer, der hat dann, der am längsten mit dem Kort gespielt hat, das und das gespielt.
Das ist dann alles mal bis 2 Uhr war, gell? Wir haben gespielt gegen Nierbosch, das war immer Kampf ins Ende. Gegen Wiebelsen oder gegen Laurit, weißt du, das war. Wie gesagt, die Nierbäuer, mit denen haben wir kein Krach oder so, aber das war immer hart gegeneinander. Mit Nierbosch kam schon immer gut klar. Da haben wir lange Wesel gespielt, irgendwann mal. Und da haben wir 4-2 gewonnen. Das war natürlich so in der Zeit das Allerhöchste. Und 2-0 zurückgelegt, 4-2 gewonnen. Karpach gespielt. Da haben wir 5-5 gespielt. Und ich hatte alle 5 Tore geschossen. Weiß ich heute noch, Gess Werner war links außen, der hat den Ball reingehen. Und tatsächlich habe ich den noch nicht gedrückt. Und es war 5-5. Da haben wir dann C-Klasse gespielt. Dann erst Jahr C-Klasse und dann D-Klasse. Da ist die D-Klasse gegründet worden. Da ist der Kram aufgeteilt. Da war ich noch viele Mannschaften da. Und da sind wir dann irgendwann in der D-Klasse aufgestiegen und am Kämmer. Die Kämmer haben im Tor gespielt, Rieges hat im Tor gestanden, hat dann Palaver gemacht. Da sage ich immer, was will ihr Bäuerchen dann? Ach du liebes, da war auch der Sportplatz oben zu klein. Weil haben wir in Oberhausen gespielt, Kämmer war Tormann, war ein guter Tormann, Trainer, nur giftig bis zum Gehtnimmer, wenn was nicht gepasst hat. Wenn man das Spiel gewonnen hätte, oder unentschieden nicht gereicht. Da hat es 1-1 gestanden und da hat die so vielleicht 10 Minuten vor Schluss einen Elfmeter. Haben wir einen Elfmeter gekriegt. Und der Kämmer ist aus seinem Tor rausgewatschelt. Sag ich, Kämmer, bleib henne. Das kann andere übernehmen. Du musst nicht davor hin. Ich schieße Elfmeter. Davor hingewatschelt. Ich schoss, der Tormann hat gehalten. Ein langer Abschlag. Ich habe 2 Hände gestanden. Und das Ding war drin. Da hat es 2-1 gestanden. So. Da mussten wir dann 2 Entscheidungsspiele machen, Hände in der Eifel. Ich war mal allein verantwortlich, dass die Darmscheide aufgeschieden sind. Damals gab es 3 Staffeln, Rheinstaffel, Hunsrück und Eifel. Wir wurden Meister und von den 3 Staffeln durften nur 2 aufsteigen. Das heißt, es gab Entscheidungsspiele, besonders drauf, wir fahren jetzt noch in die Eifel. Was willst du denn da? Da ist Fußball, da muss ich hin. Aber warum dann? Das kannst du halt oben noch hören. Nee, da muss ich hin, da muss ich hin. Komm, fahr mit. Und ab mir sind ab. Bin dann direkt bei der älteren Glocke vor, der habe ich schon gekannt. Sag, wie steht's dann hier? Einmal 2-0 verloren. Sag, wie? Warum lässt du dann die 2 hier nicht mitspielen? Sagt der Trainer. Nee, wir können ruhig 4-0 verlieren. Dann haben wir immer noch im Torverhältnis immer noch in zweiter Stelle. Sag ich, jetzt hört mal, ihr seid doch Sportkameraden. Ich bespreche euch, ich gebe euch die Hand. 100 Mark für die Kente Maschinengrille, wenn ihr noch einen Punkt holt. Die 2 Rennen, die Mittelstürmer und die Mittelläufer und dann versucht es. Und tatsächlich, die Halbzeit war, sie haben die umgetauscht und was war das Ergebnis? 2-2. Dormschütz war aufgestiegen. Das ist natürlich nicht verboten, wenn man Siegprämie gibt, sondern nur, wenn man extra verlieren soll. Und somit hatte ich schon keine Fehler gemacht. Im Dorf hat es einfach nur Fußball gegeben. Das war eben, das war nichts anderes so. Kürzes Stadion. War schon ein Acker, ey. Jetzt konntest du den als Fußballplatz bezeichnen. Da war ja so ein Wiesi, war ja noch Gold again. Auf der einen Seite war ja nur lange Volksnatt, wie wir hier sahen. Auf der anderen Seite war noch so ein bisschen Rasen im Wald, wo Schatten war. Erst gebaut ist, war, da hat mein Vater Fußball gespielt. Da war nichts, da war Holztore. Da waren einfach die 2-3 Balken fertig. Da waren die erste Zeit immer wieder noch ohne. Meter tiefer und oben hoch. Der Anschluss gewählt und da wollte ich mich erst runter spielen. Personell vor alle Teufel. Weil mir dann ruckzuck durchgeschossen haben, weißt du. Die erste Perschnuff, immer die erste Ruf. Das war gesetzt. Wenn wir Platz war, laden, die erste Perschnuff. Und die dann überrumpelt. Der Perschnuff war das ja immer besser wie Nuff, weißt du. Haben wir gewieselt, mal gespielt, aber der Rollier, der hat runter.
hat er 3 Tore geschossen. Und wir haben 2-0 hingelegt. Und nachher haben wir 4-2 gewonnen. Ja, der hat 7% verliert, Leute. Und das ewigste Tor, da kannst du, wenn der Ecke geschossen hast, kannst du von der Straße so laufen. 7%, wollte man nicht glauben. Bald so, als wenn der Ball spielen darfst. Umgebaut ist war, wie der Schuljahrjob Vorsitzende war und die Sammelung war. Da ist die Raub da genommen worden und da haben sie dann mal oben runter abgeräumt und dann unten angedrückt. Da war ja früher 3,50 Meter Gefälle. Oben siehst du, was man jetzt abgedrängt hat, und haben die einigermaßen platt gedrückt. Und da hat das ausgesehen wie eine Steinwüste. Ich weiß noch, wie wir oben Kätze die Krotze zusammengeschert haben mit dem Röscher. Ja. Ist der Bagger gefahren und hat das umgedrückt. Da war so einzelne großen Busche. Wenn der Ball da drauf geht, durch die Seite, ist er dann übergesprungen. Da muss man klarkommen. Da ist der Ball noch gelaufen, wo der Gott hingesprungen ist. Ja. Wie gesagt, wenn du vor dem Tor gestanden hast, musst du keppeln ins Tor rennen, da hast du dann noch die Note. Hey, oh, da hast du den blauen Kopf da oben. Also. Du hast ja 2 oder 3 Jahre gelebt. Und dann haben wir sonntags morgens haben wir dann mal angefangen mit einer Eisenresche. Stahl zusammengeschert und die Fahrt gefahren. Haben wir so Bahnen geschert und der Rudi hat dann mit dem Bulldog, der hat dann die Schotterfahrt gefahren. Haben wir dann da jeden Sonntagmorgen haben wir dann so ein Stückchen gemacht. Und irgendwann war der Platz dann ein Platz, wie man gesagt hat. Auch immer Stahl rausgeguckt, es war lebensgefährlich durch das Spiel. Aber wir haben dann irgendwann haben wir noch den Platz vergrößert, weil der war sehr schmal. Um die rechte Seite ist sehr viel aufgefüllt worden von der Kanalisierung, was ist der Platz breiter gemacht worden. Und erstmal den Wald ein Stück abgeholzt haben, durfte man da machen. So, ich glaube, 5 Meter, was wir da weggemacht haben. Ach, hier unten ist Kanal gebaut worden. Erdhaushub muss ja auch irgendwo hin. Da ist dann mal ein Teil da oben hingefahren worden. Das ist dann einfach Gleiche gemacht worden. Und dann ist der Fußball gespielt worden. Ja, der war ja zu kurz, der war zu schmal, der hat ja keinen, war ja verletzungsgefährdet, ne? War ja schon Körperverletzung, das Spiel. Ja, und unten ist er ja 2 Meter aufgefällt worden. War ja der Jahr noch 2 Meter gefällt gehabt, oder? Aber das haben wir gar nicht mehr als Gefälle gesehen. Da waren öfter 100, 150 Zuschauer da oben. Also feiern konnten die Darmstädter Fußball ja immer schon. Hier natürlich auch zu nennen Hilde und Helmut, unsere Vereinskneipe, sensationell. Da war natürlich immer was geboten und nach den Spielen dann auch entsprechend immer was los. Ja, du hast die Fußballschuhe angezogen und bist zu der Gäste gegangen und hast Fußball gespielt. Verstehst du? Und wenn wir gewonnen haben, sind wir bei der Helmut gegangen. Mit dem Trikot, da konntest du nicht duschen, das war nicht so. Da bist du bei der Helmut gegangen. Wenn wir gewonnen haben, haben wir 5 Kassen Bier getrunken. Wenn wir verloren haben, wir auch 5 Kassen getrunken. Weiß ich noch heute, dass ich abends um 8 Uhr noch da gesessen habe. Mit dem Trikot und dem Fußballschuh. Da haben sie gestohlen, die Kaste, die hat nicht gelangt, die Deck, die war hier. Da haben wir um. Fußballschuh hatte ich manchmal aus. Ja, der Kerl genauso. Der dritte Halbzeit war mir hauptstark. Also ging's los im Februar, März. Die Rückrunde durften mitmachen. Wir hatten auch wirklich 4 oder 5 Mal gewonnen hintereinander. Wir waren selig, neu angefangen, gewonnen. Das 6. Spiel war in Wellmisch. Ich kann's nicht vergessen. Was ist passiert? 4-1 verloren. Und der Bus geschmeckt und sind heimgefahren. Oh, die Bauern in der Wirtschaft gesessen. Wir konnten hier ehrlich schnell fahren, sind wir durch Engelhelle heimgefahren mit so einem Bus hier dran. Ich glaube, das war der Alfred Kunz.
und haben uns das Auto geschmückt mit günstigeren und dann Stollerin. Und ihr Bube, sagt Gräfer Hein, das war dem Hein seine Vater, und ihr Bube, wie hat er gespielt? Der hat sich nie interessiert für Fußball, aber wie ihr gesehen, wie wir rennen kamen, und ihr Bube, wie hat er gespielt? 4-1 gewonnen. Helmut! Da hat der Verein gesagt, gibt der Bube ein Stiefelbier. Die waren die Stiefel nein. Das war damals so Mode, dass wir immer so Stiefelbier am Sommer an Ausgang gekriegt haben. Und gut, und wir haben gesagt, Vetter, Prost, Vetter, ja, trink. Und das Schlimme war, der Hein Gräf hat andere Tage in die Zeitung geguckt, man hatte 4-1 verloren. Oh, hat er geschenkt. Nächsten Sonntag, ihr kommt mir noch einmal geschlecht. Keine Truppe mehr von mir. So hat die Leitung hier. Die Arme hat das Bier gehabt und hat auch gut geschmeckt. Ja, 1975 hat man mich aus dem Wald auf die Bezirksregierung versetzt. Und dann hatte ich also relativ wenig Bewegung. Und dann wollte ich irgendwo was Sportliches machen. Und dann kam eines Tages der Tennis zu mir, ob er mit trainieren darf. Als ich 2 Monate bei den Fußballern mit trainiert habe, kam der BIM zu mir, der damalige Vorsitzende. Soll ich nur, wenn du in den Vorstand kommst. Und hat mich dann so mehr oder weniger überfahren. Du kannst ja lesen und schreiben und du könntest schön bei uns im Vorstand mitmachen. Und darauf habe ich mich dann auch eingelassen. Und im März 1976 war ich dann auf einmal im Vorstand. Und dann hat man sich immer damit auseinandergesetzt und hat dann festgestellt, ja, es waren ein paar Kerle, die haben Fußball gespielt. Es gab 2 Bälle und ein Kassebuch, wo 7 Reihe Kasse geführt wurde. Es war weder die Eintragung des Vereins passiert, es gab keine Gemeinnützigkeitsbescheinigung. Und da hat er mal Hingang, wir waren ja vorher keine e.V., das war ja heute alles in Koblenz in die Wege geleitet. Und das hat mich ein bisschen nervös gemacht, dann war es damals ja auch relativ einfach. Wir hatten ja das Ausbildungszentrum des Sportbundes da unten. Dann sind wir beim Sportbund auf Lehrgänge. Und ich habe dann 1977 den, damals hieß es O-Leiter, heute heißt es Vereinmanager, gemacht. Und habe mir damals dann das Wissen, was man für so einen kleinen Verein brauchte, mir angeeignet. Ja, und da hat er mich laufend, ich war 4, 5 Jahre, auf Lehrgänge geschickt, nach Koblenz. Und der hat mich einfach angemeldet. Und das war verdammt schwer für mich. Da war der Eisbachtal und die Vereine da. Aber es hat uns weitergebracht. Dann kam der Umbruch, da kam der Christian und da kam auch der Sturmes. Die haben sich gekannt von der Arbeit her und hat dann mitgebracht, dass der Sturmes bei Norddormisch kam. Das war ein kleines Wunder. Ein Puppe, die war schon bewöhnt. Wir hatten gar nichts hin, wir hatten einen schlechten Platz. Naja, auf jeden Fall kam er. Und mit ihm kam der Herbert, der Hans-Peter, der Eugen Übel, Werner und von Wiebelsen, der Assmann, der Bernhard Leininger und Mehl Thomas kamen ein Jahr davor und da hatten wir eine Top-Mannschaft. Da kam dann die Irisch, da sind wir aufgestiegen in die B-Klasse. Du musst dann Schiri haben. Was machen wir dann jetzt? Wollte ja keiner machen, sagst du, dann mache ich das. Man wollte aufsteigen und es muss ja weitergehen. Wenn ich noch Pfeffer habe. Schön, 10 Jahre wäre ich Pfeffer. In dem Jahr sind wir auch aufgestiegen, Biggebach. Na, dann der Willi, der Mohr, anstatt für die Dormische Halle oder natürlich für die Hunsrige, was die Pelbauer wollen.
Und die waren, ich glaube, 30, 40 Spiele nämlich verloren. Da haben sie richtig mal 5-2 oder 4-2 abgesagt. Ein Pikuba. Da war mal Ruhe. Es war eine schöne Mannschaft. Insgesamt war das ja so, dass wir dann von 93 bis 2000, Anfang der 2000er, in der Spielgemeinschaft mit Niederburg hatte. Wir haben da Training gemacht, Aufstellungen, Rom und ich gemacht. Das hat gut harmoniert und das haben wir gemacht. Das war das erste Jahr, wo wir Vereinigung gemacht haben. Und das war ganz schwierig. Da waren 30 Mann da und die Hälfte wollten nicht. In der zweiten war ja überhaupt keine Disziplin. Die kamen, wann sie wollte und gingen, wann sie wollte. Und wenn sie mal sonntags Bock hatte, haben sie nicht gespielt. Die hatte gute Leute, aber keine Disziplin. Ja, der Beginn meiner ersten Mannschaftskarriere war ja dann quasi noch zu A-Jugendzeiten. Damals hat man dann schon irgendwann mitspielen dürfen. Hab dann auch dann im ersten oder zweiten Spiel, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnere, schon das Glück gehabt, zwei Tore schießen zu dürfen, was natürlich lediglich auf die Vorarbeit von meinem Amtsvorgänger als erster Vorsitzender, von Gerd Eisenhauer, zurückzuführen ist, der mir halt die geniale Vorlage für die Tore gegeben hat. Das war so. Seinerzeit dann auch schon lang FZM-Spieler und hat dann da ausgeholfen. Also er von der FZM in die erste Mannschaft, nicht von der A-Jugend in die erste Mannschaft. Und beim SVD kam dann bei der zweiten die größte Erfolgszeit. Der Niederburger Holger Link wurde dann Trainer. Wir konnten dann im Jahr, wo der Holger das gemacht hat, Pokalsieger auch werden. Und das war schon, das war für Dormische Verhältnisse waren wir im Bus da. Das war ein schönes Highlight, wo wir damals gemacht haben. Im Folgejahr wurde der Manfred Bast verpflichtet aus Ellern. Zum Manni Bast, ja. Und da war ich in Niederburg um Sportfest oder irgendwie was. Da hat immer Frommer den, der hat bis er immer die Frauen trainiert von da. Und da haben wir mal angerufen, sage ich immer so und so. Ja, und dann sind wir da schnell einig war. Und die Mannschaft war recht zu führen. War schön. Und dann haben wir tatsächlich das Triple geholt und klar gemacht mit Pokalsieg, Meisterschaft und Kreismeisterschaft. Das war eine ganz tolle Geschichte und sehr erfolgreich. Einmal Aufstieg, weiß ich auch mal, Aufstieg im Winterkeller. Oh, jo. Da kam ich sehr benebelt rein, das weiß ich auch noch. Da hat man sehr gefeiert. Wir haben uns, harte, aber auch faire Fights über den ganzen Hunsrück verteilt geliefert. Auch das Erreichen im Rheinland-Pokal in der zweiten Runde war natürlich ein Highlight. In der ersten Runde sind wir auf den damaligen Landesligisten, die SG Erbachtal, getroffen. Frischer Landesligist. Die haben wir in der ersten Runde ausschalten können in einem wahnsinnigen Elfmeterschießen. Gescheitert dann aber in Runde 2 leider am TSV Emmelshausen, damaliger Rheinland-Ligist, zusammen mit Jan Argenthal, die kreishöchsten Mannschaften damals. Es war schon eine gute Nummer. Aber wir haben trotzdem gefeiert und es war eine schöne Zeit. Dann wurde die SG 2002/2003 wieder beendet. Und war ja dann wirklich jahrelang in der Lage, eine eigene Mannschaft zu stellen mit dem einen oder anderen Auswärtigen. Aber der Kern der Mannschaft war halt immer wir Darmscheider. Konnten nochmals aufsteigen, zweimal. Waren auch zweimal im Pokalendspiel noch. Das hat, wenn man sich dann in der Tabelle, die Tabelle sich angeguckt hat, war das eigentlich einzigartig. Vor allen Dingen in der B-Klasse gab es sowas oder Ähnliches bei der Dorfgröße. Selbst bei größeren Städten hat das schon nicht mehr funktioniert, was wir also dann jahrelang noch auf die Beine stellen konnten. Es war eine super Mannschaft. Ein Dorf identifiziert sich mit den Spielern. Und da spielt es keine Rolle, ob man A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse spielt. Das spielt keine Rolle. Die Leute wollen Fußballgruppe gehen, die wollen ihr Bove sehen. Das war ja dann nicht nur eine Fußballmannschaft. Wir waren ja danach quasi eine Clique. Es wurde ja quasi mehr oder weniger alles zusammen unternommen. Aber irgendwie war das dann schon so der feste Kern, wo dann wirklich über 10, bald 15 Jahre zusammen Fußball gespielt hat. SVD-TV war natürlich legendär. Also es war mit Vorinterviews, es gab die Zusammenschnitte des Spiels und das
sogar relativ zeitnah ganz verrückt und richtig gut. Man hat immer gedacht, ja, was hast du jetzt wieder gemacht oder wie wirst du zu sehen sein? Also tatsächlich hat man nach dem Spiel auch gedacht, um Gottes Willen hast du dir eine blöde gelbe Karte abgeholt. Hat der Patrick dann natürlich alles auch auf Film jetzt und es wird jeder sehen. Am Montag SVD-TV, legendär, auch Jörg Ternes ist hier zu nennen, der auch da viel geholfen hat, Interviews geführt hat, die Fanszene angeführt hat. Und ja, umso mehr hat uns ja angespannt und angestachelt und auch Spaß gemacht. 25. September 2010, fünfter Spieltag in der Kreisliga C Rhein. Heute im Darmscheider Sportpark der SC Weiler zu Gast. Ein sicherlich unangenehmer Gegner. Ich wünsche allen bei der Mannschaft seine Ruhe und Förderspiel. Konnten tatsächlich eine eigene Mannschaft bis 2017 stellen. Dass wir so lange allein eine Mannschaft betrieben haben, eine Fußballmannschaft, das ist, glaube ich, auch einzigartig. Dann kam die Zeit aber, da die Jugendspieler weniger wurden und die Personaldecke auch geringer. Ja, viele Verletzungen, die Spieler, die da waren, älter und wie es dann so passieren muss, konnte man es eigentlich allein dann gar nicht mehr so halten. Wir haben lange, lange durchgehalten, jetzt leider geht es leider nicht mehr. Mangels Masse und dann haben wir uns nochmals zur Gründung einer SG entschlossen, die Niederburger zu dieser Zeit aber schon in der SG mit Biebernheim, was wir eigentlich bis heute nicht bereuen und wo wir zwei sehr gute Partner gefunden haben. Glaube ich, funktioniert ganz gut mit Niederburg. Es ist uns irgendwie komischerweise immer gelungen, echt gute Trainer zu verpflichten, was dann von Vorstandsseite oder von Abteilungsleitung Fußball immer mit einigem Aufwand verbunden war, da entsprechend adäquates Personal zu finden. Vom Taktik her war der Läuser der beste Trainer, den man hatte. Warum? Der hatte A-Schein, der hat System gespielt. Hermann Schön war ein feiner Mann. Er war für unsere Verhältnisse ein Top-Trainer. Ich habe immer nur ein Jahresvertrag gemacht. Und der zweite verlängert haben wir auf der Alm. Das war ein Luxushotel. Mit Schwimmbad, mit allem Pipapo. Da war er mitgefahren beim Mannschaftsurlaub, Ausflug. Und da habe ich den auf der Alm, da habe ich den so überrascht, hatte ich den Tisch gedeckt, Flasch Sekt draufgestellt und gerade mein Mann so, setz dich mal hin. Was gibt das dann? Also, ich muss den Vertrag verlängern. Meine erste Trainer, wo ich dann als Jugendlicher schon mit trainiert habe, war Dieter Volk. Ja, also als Interessantestes als Trainer fand ich es eigentlich mit dem Peter Aßmann. Da war irgendwie am meisten Feuer drin, wenn es auch leider nicht immer so ganz von Erfolg gekrönt war. Das war dann, wo dann wirklich immer knapp am Aufstieg vorbeigeschrammelt sind. Da die Herren mal etwas fit gemacht werden sollten. In der Vorbereitung macht man ja ein bisschen härter wie sonst. Und ja, hat mein Bruder mich gefragt, ob ich das mal hier bei den Herren machen will. Haben wir hier oben im Grün-Weiß-Stübchen Step Aerobic gemacht. Und die Herren sind schon durchtrainiert, gell? Nur dazu sagen. So vom Laufen und Springen war ganz gut, aber die Dehnung, das war dann schon etwas härter. Da hat dann der ein oder andere doch schon später noch Nachwehen gehabt. Der erste Ausflug, da waren wir im Sportbund. Da war der erste Ausflug, wo ich durchgesetzt habe, dass die Frau mitfahren durfte. Das war ein harter Kampf. Das war nicht angenehm. Da sage ich, okay, wir machen ein Jahr auf Probe. Da sage ich, die Frau, und ich habe vorher
interviewt, sage ich, das ist ein Sauftour. Entweder macht er mit oder nächstes Jahr bleibt er da. Wir haben da gefeiert, wir haben Kinder auch gefeiert, wir haben alles gefeiert. Wir hatten die Teeglier gesoffen. Lothar wollte an die Wirtin, da hat er das Glas umgeschmissen, da ist die ganze Tee gebrannt. Das war, man hatte den so leer gesoffen, des Morgens mit dem Schubkarre ist der Bier kaufen gegangen wird. Und da, von diesem Tag an, ist in Dormstedt das Weizenbier eingeführt worden. Sonst hat es früher in Dormstedt noch ein Weizenbier gegeben. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Betreuung gemacht und dann irgendwann war ich alt genug, habe ich mich in die Wirtschaft zurückgezogen. Ja gut, mein erster Ausflug war an die Rhön, wo man dann so ein ganz frischer Musiker das erste Mal da unter unsere Fittiche genommen hat, muss man sagen. Er war ganz nervös, der arme Kerl. Der Bernd hat gesagt, kein Problem, spiel ich ein paar Mal die Alice, dann läuft das schon. Und dann ist quasi jedes zweite Lied die Alice gelaufen und der Musiker war unser bester Freund. Nur die Entstehung vom Fußball, sagen wir, war ja schon früher, aber jetzt für mich, mit mir angefangen hier, das war ja eins, war ja nichts. Und da hat dann irgendwann Reinhold und Dillmann und Asmanns Robert, der war damals schon involviert. Wir haben uns dann mitgenommen und lauert, da haben wir dann Jugend gespielt. Und ja, B-Jugend, ja. B-Jugend ist mal 16, war das 68. Das war der erste in Lauter, da war dann... Wir haben da gespielt, Hans, Bambi und Hirsch Willi und ich und Knox. Und gut. Mit Laudert haben wir zusammen gemacht ein bisschen. Der Bracher Schellmuth von Laudert, der war Jugendführer. Er hatte dann so zwei oder drei kleine Busse daheim. Die sind dann samstags immer mit der Jugend da rumgefahren. War das zwei Jahre B-Jugend und dann waren wir nichts. Da ist ein Teil nach Perschet gegangen. Da wollte ich aber nicht hin. Ich habe ein Jahr gar nicht gespielt. Dann kam der Rolli hin. Der war ja mit der Nierbus gespielt in der Zeit schon. Das hatte kannst du mit nach Niederbosch fahren. Ich war zweimal in Wucht auf Training dahin, bin schon einmal mitgefahren. Da habe ich dann irgendwann da noch so, ja, vielleicht so 10 Minuten in der A-Jugend gespielt. Dann haben die mich schon angemeldet. Da sind ich mit den Jugendlichen nach Jugoslawien gefahren. Ich war drinnen in Monaco, da haben wir am Hafen gestanden, ohne im Bus einfach gestanden. Und haben mittags haben die Jugend ja selber verpflegt. Ich habe dem Bracher Schellmuth immer geholfen. Die nicht halt noch wie so ein großes Apparatstippe haben und Nudeln gemacht. Die Kerle kamen zum Schwimmen, man hat ja keine Ahnung davon gehabt. Da hat sie wunderbare Brotvermehrungen, Nudelvermehrungen. Weißt du. Jugoslawien waren wir auch, glaube ich, 10 oder 12 Tage. Da waren wir bis Dubrovnik drinnen. Da haben wir dann mit dem Sportminister abends an einem langen Tisch gesessen und da haben die so einen Meter langen Fisch gehabt. Die Vorsitzende von denen und von uns, so junge Kerle, wurde ein bisschen mitgeholfen. Wir haben an dem großen langen Tisch gesessen. Der Sportminister hat uns gelobt, dass sie mir guten Kontakt haben und sowas, verstehst du? Also das war schon super. Da musste der Thomas, mir der Thomas, der Asmann und der Dirk Alger, so haben wir in der Schule ein bisschen Training gemacht. Da musste jeder 20 Pfennig mitbringen. Und ich habe einen Markt gehen, dass man einen Ball kaufen konnte. Und dann kam naja, die große Zeit vom Reinhold und vom Asmann. Die haben komplett alle Jugend abgedeckt und gefahren und samstags. Ohne die zwei wäre das nicht möglich gewesen, was die zwei da gefahren haben. Und meine Karriere hat quasi beim Batzleines Reinhold auf der Mauer angefangen. Ja, am Kerl musste halt noch schaffen, blöderweise, und kam dann immer recht knapp zum Training erst heim. Aber mir war halt damals schon heiß. Reinhard war dann die ersten paar Jahre unsere Betreuer gewesen und hat uns dann meistens immer dann nach Perscheid gefahren und Perscheid dann trainiert. Und dann sind wir halt jahrelang mit dem Uwe Grängel spazieren gefahren. Ja, in dem Zusammenhang, was halt noch ein bisschen, wo ich wirklich noch ein bisschen nachtragend bin, ist die Bestrafung vom Uwe nach unserer Niederlage. Wir haben
hier herbe Niederlagen einstecken müssen im Jugendbereich, auch tatsächlich zweistellig, kann ich mich dran entsinnen. Da musste man nämlich immer Truckstop hören. Es war nicht so schön. Aber es wird mit allen Mitteln gearbeitet. Da hat man sich das beim nächsten Mal überlegt, ob man nochmal verlieren wollte. Mir war eigentlich, der Erfolg war eigentlich, wenn man dann die 7 beziehungsweise später dann 11 Mann zusammengekriegt hatte, damit man überhaupt eine komplette Mannschaft stellen konnte, was auch halt nicht, leider nicht immer der Fall war. Und dann gab es halt Bekloppte, die sich noch gefeiert haben, wenn sie beim 15-1 das eine Tor geschossen hatte. Gut, im Jugendbereich Fußball hatten wir nicht immer, sagen wir mal, die Fußballer, die das größte Talent hatten. Der eine oder andere war mal dabei. Aber wir hatten so die, wo man eigentlich gut gebrauchen kann, kann man mal sagen. Die auch nachher den Verein ja lange hochgehalten haben. Das muss man ganz klar sagen. Hat mich immer gefreut, wenn die Jugend zusammen ist. Es geht ja um den Sport vor allen Dingen, dass du als junger Mensch noch fit bleibst. Kameradschaft und vor allen Dingen Freundschaft. Einer muss dem anderen helfen. Das ist wichtig. Wenn sich nicht einer gekümmert hat drum, dann war das nichts, weißt du. Das wird heute genau dasselbe sein. Man muss einfach die Jugend betreuen. Ne? Man muss dabei sein. Im Jugendbereich waren wir auch sehr erfolgreich, haben ja das Kinder-, Mädchen-, Bambini-Turnen überall dann auch forciert. Wir haben ja da auch mehrere ganz tolle Preise gekriegt. Da können wir auch sehr, sehr stolz drauf sein. Das war dann hauptsächlich der Hans-Josef und der Alvis, die sich da massivst drum gekümmert haben. Das war eine Vorreitersache, muss man sagen. Also eine besondere Ehrung war die große Auszeichnung Sterne des Sports 2009. Hier muss man die Tanja Vogel herausheben, unsere damalige Übungsleiterin der Golden Girls. Hat da einen super Job gemacht rund um den gesamten Verein mit ihrer Vorstellung und Präsentation. Und das war eine ganz tolle Geschichte, wo man in Mainz geehrt wurde und die Medaille und Auszeichnung hierzu bekommen hatte. Sportplatz Götze, den gab es ja schon länger, da haben sie 1960 mal ein bisschen dran renoviert und der war ja dann mehr oder weniger dann doch ein Acker. Der Götze als Spielstätte selbst war vom Verband her nicht mehr gewünscht und er hatte nicht die Originalmaße, es musste immer mit Sondergenehmigung gespielt werden. Das hat also dann dazu geführt, dass ja nachher, wie der Verein immer etwas mehr Leben hatte, dann die Frage aufkam, was können wir an dem Sportplatz machen? Die Idee, den Götze oben umzugestalten, 3 Meter Höhenunterschied von Tor zu Tor, die Breite war nicht da. Da kam dann Lernert war Architekt und Willi. Willi als Bürgermeister war uns sehr gut gesinnt. Und dann auf jeden Fall wollte die Zween, die hatte so ein bisschen schon ins Glas geguckt und haben erzählt, die wollte, die erste Lernert wollte auf der Ketze umbauen und wollte oben Brunnen bauen. Was natürlich utopisch war, ne? Der oben Brunnen bauen. Aber gut, es war halt so. Im Gegensatz zu den anderen Gemeinden hier in der Gegend hat man in Damscheid versäumt bei der Flurbereinigung, die ja Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre lief, den Sportplatz auszuweisen. Damals, wie die Zusammenlegung war, wurde Tillmann Vorsitzender und er war sehr eifrig und ist dann von Haus zu Haus gegangen und sind dann ein paar mitgegangen. Da wollte ich den Sportplatz hin
der Helmut Lehr. Die Flurbereinigung hat das auch genehmigt gehabt. Und jeder musste eben im Dorf ein A abgeben. Und ich schon unterhalb, bevor der Falkenacker hieß, wo die Wies, die Großwies, Tobias, das war mein Acker. Und den habe ich damals freiwillig zur Verfügung gestellt. Da wollte ich hergehen, weil verschiedene Leute keine A abgeben wollten. Verstehst du, damals war noch richtig Bauer. Also das war, und da war von den Bauern nichts zu kriegen. Die Sportbegeisterung, die war alle dabei. Und dem Helmut, seine Oma, hat sich mit Händen und Fies gewehrt, dass er den Sportplatz hinkommt. Ich glaube, es hat 10 oder 20 Jahre gefehlt. Tut mir heute noch leid. Neben dem Kinderspielplatz da runter wäre der Sportplatz gewesen, direkt am Dorf. Das wäre super gewesen, aber es war so. Über den sogenannten Sportstättenbedarfsplan wären wir nie noch einmal dazu gekommen, in Damscheid mit Unterstützung des Landes einen Sportplatz zu bauen. Der wäre nie genehmigt worden, der Platz, weil wir haben, der erste Ablehnungsbescheid war, in der Verbandsgemeinde sind so viele Sportplätze, es wird kein mehr genehmigt. Dann der Gedanke doch auf, ob man nicht im Zusammenhang mit dem Sportbund, mit dem Ausbildungszentrum einen Platz in der Ecke da schaffen könnte. Und damals hatte Bernd Zjupp den Vorschlag gemacht, da oben, wo jetzt der Sportplatz ist, da hinzumachen. Da war vor allen Dingen der Günther Wim mit dem damaligen Geschäftsführer Werner Zöbel im Gespräch. Und der hat also dann den Gedanken aufgenommen. Da hieß es dann, die Herren vom Sportbund, die wollen dann gucken, wo der Sportplatz ist. Ein Fußweg von einer Viertelstunde ist den Leuten zusemutet. Da sind wir dann morgens runtergefahren, allwissen ich. Und haben dann ohne mit denen mal gut gefrühstückt. Und dann sind wir dann da oben hingetappt. Das ist von unten rauf, ist ein Peitsche gegangen. Das war für eine Minute. Das war gar nichts. Für Sportler, für warm zu machen. Irgendwann wurde das dann genehmigt. Und die Gemeinde hat dann diesen Platz gebaut mit 50% Förderung durch das Land. Der Platz oben gebaut, obwohl ich über Finanzen nie was wusste. Warum? Da hat er Tennis gemacht, da war ich mich hundertprozentig drauf los. Ich war der praktische Teil. Wenn da oben, was da oben gelaufen ist, habe ich gemacht und der hat die Finanzen gemacht. Wenn man ja heute sieht, heute würden wir das an der Stelle nie mehr bauen können. Das war Niemandsland, auf gut Deutsch gesagt, nass. Das wird heute nicht mehr passieren, dass da ein Sportplatz hingeht. Da wurde gesagt, immer, da hinten ist Öl. Wenn wir da bohren, da finden wir Öl. Ja, und da kam dann der Platz da hinein. Und dann hat die Finanzierung. Und jeder hat geholfen, was er konnte von den Mitgliedern. Das ist auch ganz klar. Ob das Anlage war oder was, das sind Hunderte von Tausenden von freien Stunden zusammengetragen worden. Ja, und der Sportplatzbau, das war natürlich so eine Herausforderung. Da muss man schon stramm stehen, was man da Stunde hin. Dann haben wir 1981 die Einweihung feiern können. Schönes Sportfest gefeiert, wunderbar. So, dass man das Holz mal gut gerein. Aber richtig ein starkes Gewitter rein. So. Man hatte ja dann da hinten ein Riesenzelt. Wir hatten ja die Drainage angezapft für das Brauchwasser, wo wir benutzt haben. Für Gläserspüle, für alles. Das Zelt war voll. Ja, das war auch nichts da auf dem Platz. Super schlau, wie wir waren. Da haben wir dann unten hin eine Zisterne gebaut, aber nicht bedacht, dass es da gerannt hat, dass es nächste Woche das Wasser braun. Und in der Zeit, da war ich mehr um den Sportplatz wie daheim. So, jedenfalls ist dann die Platzdrainage, war dann gezogen. Und auf einmal, das Katharinchen war noch hinter der Theke. Auf einmal kam das, ich habe nur noch rotes Wasser. Da war Panik da, ey. Ah ja, wo wollen wir Wasser herholen? Wir müssen Wassertank hinstellen.
Wir hatten aber dann einen schönen neuen Hartplatz, fernab vom Dorf, ohne jede Infrastruktur. Und dann kam eigentlich ja, auf uns viel Arbeit zu. Wir haben das aber dann doch relativ gut durch die ja, intensive Vorstandsarbeit, die man da hatte, und auch Arbeitseinsätze geregelt. Das erste war, wir haben den alten Bauwagen, wo das, der Kalk und die Eckfänger drin waren und sonst noch ein paar Utensilien vom Götze an den neuen Sportplatz gefahren. Das Lager, da war der Karre drin, da war das Bier drin, da war der Kalk drin für Apfelkreide, da war alles drin. Das war unser Lager. Also Bauwagen und Kopfballpendel hatten wir da oben. Kopfballpendel hatte Steff gebaut, Stefan Rüdesheim. Und dann haben wir anschließend ein Aggregat über irgendwelche Holzaufarbeitung und Händel noch dahin geschafft. Und von dem Geld, was uns der damalige Bauleiter als Spende zur Verfügung gestellt hat, und davon haben wir dann mal zwei Flutlichtmaster aufgestellt. Die erste Hütte, wo man da hatte, das war hier oben in Koblenz, entweder am Kemperhof oder Lazarett, haben wir das Ding abgebaut, eine Holzhütte. Und haben das war von Diggerhoff damals. Und haben das Henne aufgebaut. Das war dann das erste Umkleidekabine, Umkleidehäuschen. Und das Ding ist nachher nochmal verkauft. Der Bauwagen ist nach Perschet gegangen, dort lange Schritt gestanden. Ja, damit war es aber noch nicht gut. Die Idee dann auch ein Umkleidegebäude dahin zur Stelle hat ein bisschen gedauert, aber wir hatten uns mittlerweile durch die, ja, wie das so schön heißt, wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, also durch Veranstaltungen, wo wir Einnahmen und hatten dann aber auch den Förderverein gegründet. Konnten es eigentlich gut finanzieren durch die Rocknächte, wo ja viele beteiligt waren, ja, und die Sportfeste. Dadurch konnten wir dann erstmal das Umkleidegebäude bauen. Dann haben wir dann anschließend ja, Wasserleitung, Strom, Grün-Weiß-Stübchen. Flutlichtanlage, Wasserberieselung, Teichkläranlage, Wasserversorgung, Abwasser, Zuwegung. Alles überwiegend aus Eigenmitteln. Also ich kann mich also noch gut daran erinnern, wo man die Nagelbinder auf das Grün-Weiß-Stübchen gebaut haben. Da haben wir dann als Kinder schon geholfen, die Nägel in die Nagelbinder zu schlagen. Alles mit der Hand. Alles mit der Hand gemischt. Gemüse haben wir durchgerechnet. Da haben wir 1000 Euro gespart. Und dasselbe haben wir mit der Flutlichtanlage gemacht. Alles mit der Hand gemischt. Was dann auch nochmal in größerer Aktion war, war dann der Wassertank, den wir dann dahin gezimmert hatten. Was uns natürlich dann immer im Sommer halt zugute kam, weil wir ja immer in der Lage waren, den Platz zu berieseln und unserem jahrelang hervorragenden Platz war, dem Wolfi, halt immer in einem prima Zustand war der Platz. Sodass die Gegner dann auch gesagt haben, also wenn schon auf dem Hartplatz, dann hier. Sieht man ja heute, die Infrastruktur stimmt da oben. Wir waren alles stolz, dass wir sowas zusammengekriegt haben. Und wir haben ja auch großartig dafür gesorgt, glaube ich, die Infrastruktur am Sportplatz immer weiter zu passieren. Dann waren wir auf einmal nicht mehr der Verein, der belächelt wurde, weil er nur einen Steinbruch als Sportplatz hatte, sondern dann hatten wir doch, ja, wir sind von den anderen beneidet und bestaunt worden. Ne? In 1977 wurde die Frau-Turngruppe gegründet. Die Dame-Turngruppe, das war damals ein Segen, dass die kam. Und das ist auch mit entstanden, da waren wir zum Lehrgang, O-Leiter-Lehrgang, Allwissen ist ja. Und eine wesentliche Erkenntnis bei diesem Lehrgang war, dass man einen Verein, diesen Einspartenverein, wie der dann hieß, nur ein paar Fußballer, dass das also keine Zukunft hat. Und dann war es also für mich auch wichtig, dass wir Breitensport in unserem Verein angeboten haben, nachdem wir die Regularien, Gemeinnützigkeit, eingetragene Verein und so weiter erledigt hatten. Da war einer aus der Eifel, hin aus so einem Dörfchen, Eintracht Dist hieß der Verein. Und die haben Breitensport gemacht. Und der hat das damals so
präsentiert Breitensport. Da hat der Mann schon damals gesagt, der Fußball reicht für die Dörfer in Zukunft nicht mehr aus. Der hat das schon weit gesehen. Gell? Haben wir dann 1977 im Herbst eine Frauenturngruppe gegründet. Elfriede Bach war da ganz vorne gestanden. Und dann ist eine Versammlung gekommen, die war in Stolle. Das war am 5.10.77. Und da war an für sich viele Frauen da. Die haben sich dafür interessiert und alles. Und da hat es gesagt, ja, wir machen das, wollen das mal in Angriff nehmen und alles. Mitstreiterin war bei mir von Steinsmalis und das Edith Horn. Bei eingefleischten Fußballer war es schwierig, sehr schwer. Vor allen Dingen die Frau haben ja ein Budget gekriegt. Und das ist denn ja, das war denn ja verschiedenen Leuten Dorn im Auge. Die Frau kriegt auch Geld, die 40 Dollar bis sie bewegen. Irgendwann waren wir ja froh, dass wir die hatten, wenn wir ein Fest gemacht haben. Wir konnten sie ansprechen, sie haben geholfen. Und der andere Weg, der war etwas steiniger, weil wir damals keine eigene Übungsleiterin hatten. Wir hatten nur den Turnraum des Kindergartens als Übungsstätte. Er konnte mir benutzen, aber der hat ausgesehen. Meine Güte, da haben wir den mal erstmal entrumpelt. Klaus Stahl, der hat ihn dann schön ein bisschen angestrichen und alles. Und da haben wir Gott sei Dank noch ein paar neue Fenster noch reingekriegt. Ingrid Schäfer, die hat 1977 angefangen mit uns und bis 1988. Dann haben wir die Hilde Krämer. Ich war keine Übungsleiterin, ich war nur Abteilungsleiterin. So nennen wir das. Der entscheidende Punkt war eigentlich dann, als 1986 im Winzersaal ein Sportboden entstanden ist bei der Renovierung und dass wir unsere eigenen Übungsleiterinnen hatten. Das hat also angefangen, damals unsere erste, die ich bekehren konnte, war dann meine Nachbarin Martina Assmann, heute Zimmer. 1988 ist die Martina für den Winter gekommen und 1992 ist sie ganzjährig gekommen. Da hat sie im Sommer gearbeitet und hat im Winter uns trainiert. Und das war auch ein Glücksfall. Das muss man wirklich sagen, das hat uns sehr gut getan. Also ich bin ja in einer Familie groß geworden, wo es viel im Sport ging, viel vereinsmäßig unterwegs war. Der Alvis Ternes hat mich dann dazu bewogen, den Übungsleiter zu machen. Und bin dann eigentlich auch mit 21 schon Übungsleiter gewesen. Hab da sehr viel gelernt und hab immer Spaß mit den Leuten was zu tun. Und hier im Ort war das so, Sportverein war einfach so, ja, für mich ein Verein, wo ich mich wohlgefühlt habe. Mal dann mit der Birgit 8 habe ich angefangen. Dann kam noch hinzu, dass die Susanne Hübel von Oberwesel kam. Und es hat nicht lange gedauert, da hatten wir noch einige Mädchen. Da darf ich dann mal die Ulrike Nussbaum-Vogel noch hervorheben, die ja heute noch sehr vieles für den Verein macht. Es kam damals durch meine Schwester Christel. Und zwar hatte sie in Oberwesel schon die Übungsleiter gehabt oder gemacht oder hat dort Turnstunden und sowas gegeben. Und irgendwie war das immer ein Vorbild für mich. Und die Christel hat ja auch damals hier in Darmscheid schon mal so ein bisschen was mit uns Jüngere gemacht. Und ja, das war irgendwie so, wo ich gedacht habe, ach, das könnte dir gefallen. Und dann hatten wir ausreichend Übungsleiter. Dann kam auch der Hans Josef dann als Jugendwart in den Vorstand. Dann ging es ja weiter mit den Freizeitmannschaften und wir haben immer versucht, das Sportangebot immer weiter auszubauen. Der SVD bietet Sport
von 2 bis 80 an oder von 0 bis 80. Wir hatten dann nachher noch die Babyturngruppe. Es gab, glaube ich, keine Altersgruppe, die kein Sportangebot hier beim SVD dann wahrnehmen konnte. Das hat im Endeffekt dazu geführt, dass wir dann in diesem Verein hier im Dorf mit 680 Einwohnern und 400 Mitgliedern 18 verschiedene Gruppen hatten, die Sport angeboten haben. Da waren wir schon, würde ich sagen, im ganzen Kreis schon mitführend. Mich begeistert an dem Übungsleiter, dass die Leute da hinkommen, die wollen was tun, die wollen was für sich tun. Das ist mir schon mal wichtig. Und diese Gemeinschaft, die dann haben. Dieses Austauschen, so, was war heute, was ist schiefgelaufen oder was gibt's Neues im Dorf. In den Anfangsjahren, ich glaube, wir sind ja direkt in den Winzersaalgang, natürlich. Wo wir auch waren, war damals im Kindergarten in der kleinen Gruppe. Da war ich mit den Damen und auch mit der Jugendgruppe. Und dann natürlich im Gemeindezentrum war es auch schön, ja. Ausweichstätte des Indoorsports war unser Gemeindezentrum in der Zeit der Sanierung und Renovierung des Winzersaals von 2017 bis 2022. In Corona-Zeiten konnten wir das sogar auch über Zoom machen. Das war auch sehr gut. Das fand ich ganz interessant, dass die Leute es mal alleine machen. Klar, nutzen wir den Bolzplatz. Der Generationenspielplatz nutze ich sehr, sehr gerne, weil man da auch oft Buhle zum Beispiel spiele. Halt auch ein Zirkeltraining da irgendwie mache und nehme diese Geräte halt mit dazu. Dann haben wir ja die Powerfrau gehabt, also die eigentliche Turngruppe. Also mit der Powerfrau haben wir schon einiges hinter uns, muss man schon sagen. Wir haben auch viele Touren mal nach Düsseldorf gemacht, nach Köln. Später dann die Golden Girls. Wir hatten viel Spaß. Wir haben im Jahr über viele Unternehmungen gemacht. Wir waren wandern oder Weihnachtsfeier gab es immer. Es war immer eine kleine Fastnachtsfeier oder Fastnachtsturnstunde. Und dann hatte ich die erste Gruppe hier so mit den Kindern und mit den Jugendlichen. Und die Elfriede Bach und ich glaube die Annie Horn. Ich meine, die zwei haben damals so gemanagt, dass halt im Seniorensport noch irgendwas passiert. Mir war es immer ein Anliegen, dass die älteren Frauen in Damscheid auch was hätten. Ich hatte einen Vortrag gesehen von der Frau Dr. Antje Ströbele, dass der Sport auch für ältere Leute ganz wichtig ist. Und dann habe ich den Sportverein gefragt, ob sie das Geld würde aufdringen, für diese Frau zu bestellen. Da waren 85 Leute da. Und dann daraufhin sind die älteren Frauen und sich den Mut gefasst und sind auch Turnen gekommen. Und da haben wir können eine schöne Gruppe machen. Ja, wenn ich daran zurückdenke, in den Anfangsjahren, da war es hier das Tante Marieche war noch dabei und die Gundi, die Adelheid, die Mauis Ketti und Therese war schon immer dabei, die Horn Christine war schon immer dabei. Ja, ich sag mal so, das war, also bei den Älteren war es immer im Durchschnitt zwischen 15 und 18 Leute, die immer konstant da waren. Dann geht das Leben so weiter, man heiratet, bekommt Kinder und dann war es im SVD auch schön, dann haben wir Mutter- und Kindturnen gemacht. Die Kinder haben sich dann wiederum direkt kennengelernt, man hatte eine schöne Gemeinschaft, direkt schon Anschluss, schöne Ausflüge zusammen gemacht. Was kann man machen? Man ist ja immer offen für neue Sachen und was hatten sie noch nicht? Ja, und dann kam die Krabbelgruppe halt. Jeder hatte Spaß, die Eltern so wie auch die Kleinen. Ja, Knacker. Ich war in Laudert und die hatten so eine Männerturngruppe. Denke ich, Alvis, wie machen wir das denn? Sowas können wir da auch mal machen. Sind ja auch noch welche da, die können sich ein bisschen bewegen. Ja, Sarah, das machen wir. Ich gucke mal, wir müssen hier erstmal einen Übungsleiter finden. Und dann kam er zu mir und sagt, ey, ich habe einen Übungsleiter gefunden. Aber da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich habe eine. Was ist denn die schlechte Nachricht? Es ist ein Nierebäuer. Nee, Spaß. Wir hatten das große Glück, den Heinz Retzmann da gewinnen zu können. Hatten ja dann ursprünglich, war das ja eine reine Damscheider Turngruppe. Wir hatten auch die Übersiedler mit ins Boot geholt, dass die da mit integriert werden. Wir hatten ja, das waren mehr Spitzensportler, die haben den Salto da geschlagen. Da konnte man nur mit den Ohren schlackern. Dann kamen Sportkameraden aus Niederburg dabei, sodass nachher die
Gruppe gemischt war. Haben ja im Winter in der Halle geturnt, Sommer sind wir am Fahrrad gefahren. Von der Seniorensportgruppe aus hat sich nachher die Wassergymnastik entwickelt. Dann kam die Männergruppe dazu. Der Verein bietet ja jetzt eine neue Männerturngruppe hier in Darmstadt an. Das natürlich bin ich die Übungsleiterin, das ist die Granate, die Ulrike, das ist schon toll, ja. Männer habe ich auch sehr gern. Das ist die Männerturngruppe. Es gab zwar diese Knackergruppe, wo diese jungen Senioren drin waren, aber ich dachte eigentlich so eher so an die ältere Generation. Hatte dann mit dem Ludwig Bach und dem Josef Berndt schon mal starke, die da so ein bisschen mit ins Leben gerufen haben. Es macht tierisch Spaß mit denen. Aus den Ladykrachern, also meine ehemalige Seniorenturngruppe und den Golden Girls, sind jetzt die Golden Ladies geworden. Und es ist natürlich dann toll, wenn man weiß, man hat 10, 12 Leute und nicht nur 5 Leute da. Und dann kam mir einfach die Idee, eine Fit ab 50 Gruppe ins Leben zu rufen. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass die Martina direkt gesagt hat, ja, ich mach mit. Und jetzt haben wir uns halt so die Leitung so ein bisschen geteilt. Und dann die Ulrike und ich, wir haben uns dann zusammengetan. Das machen wir jetzt so ein bisschen im Wechsel, weil die Ulrike ist eher noch die Powerfrau und ich bin eher so der ruhige Part. Mein Lieblingssport heute ist Yoga. Yoga ist für mich so ein Lebenselixier. Zur Ruhe komme, dieses mit deinem Körper in eins komme. Durch den Sportverein im Prinzip bin ich auch ins Yoga gekommen, weil ich das mal mir anschauen wollte und habe das dann vor Jahren da mehrere Lehrgänge dann im Yoga gemacht. Und dann überlegt man, ist das was für uns? Kann man das hier bei uns auch mit einarbeiten? Wir haben viel Sport gemacht, wir haben aber auch das Gesellige. Wir gehen auch eine trinken. Dann vergessen die Leute, bis sie ihr sorgen. Die Gemeinschaft muss dabei sein. Also ich habe immer gern für den Sportverein gearbeitet. Deshalb kann ich nur den Jüngeren einfach mal raten, sowas zu machen, weil es ist einfach eine Lebenserfahrung, wo man damit kriegt. Und Sport ist sowieso eine Bereicherung für jeden einen. Und das hält zusammen auch was. Man freut sich auch jetzt noch, wenn man jetzt in den Sport noch geht. Die war wohl inzwischen vielseitig geworden. Das muss man hoch anerkennen. Für jeden ist etwas da. Von Kindern angefangen, über Frauen und auch Männerturnen und so weiter. Das ist gut, ja. Und das ist schon eine gute Sache. Ja, so Vereinsleben ist überhaupt sinnvoll, denke ich. Das ist auch für die Jugend immer schön. Man sollte sich schon irgendwo anschließen. Man braucht sich nicht zu genieren, allein hinzugehen. Man ist immer in der Gruppe zugehörig. Gebracht hat es mir sehr, sehr viel. Das muss ich echt sagen. Es geht hier los, du musst vor Gruppen reden können, ja? Klar ist man immer zuerst aufgeregt oder vor allen Dingen, wenn jetzt viele Leute da sind. Aber so mit der Zeit hat man sich echt daran gewöhnt und es hat mir auch beruflich was gebracht. Also ich muss sagen, durch den Übungsleiter und durch die vielen Lehrgänge und auch das Umgehen mit dem Verein hier, habe ich für mein Leben viel, viel gelernt. Und für mich ist das so eine kleine Familie geworden. Dämmern 79 gegründet, war eine ganz heiße Generalversammlung, gibt es heute noch ein Filmchen davon. Man hatte ja viele Leute, die spielen wollten und auch gespielt haben. Aber für eine Zweitmannschaft war es dann doch zu wenig. Und da haben wir dann eine Freizeitmannschaft gegründet. Die haben sich also dann relativ schnell Fußballfreunde beigeholt, hatten dann eine Mannschaft zusammen. Und das ist auch über Jahre gut gelaufen. Es war Unterstützung. Zum Teil konnten die Leute gebrauchen für die Erst, weil sie immer noch ein bisschen gespielt haben. Die hatten auch eine schöne Gemeinschaft da. Die FZM war eigentlich für den Vorstand des Vereins ein Selbstläufer. Da kamen ja viele Leute wieder, wo man gehalten hat und wieder gespielt hat, wo nachher in die Erstmannschaft kamen. War, am Anfang gab es da unterschiedliche Ansichten. Das führt dazu, dass wir demnächst gar kein Fußball mehr spielen. Aber im Endeffekt hat es dazu geführt, dass wir ja in Darmstadt ja jahrelang noch eigenständig mit der 2-3 von der Dreiländerkicker oder war noch ein Weseler dabei,
hier in Darmstadt eigenständig Fußball spielen konnte. Die Karriere ist eigentlich gestartet so richtig mit der FZM. Nee, da war ein regelmäßiger Spielbetrieb. Wir hatten Training. Da kam dann beispielsweise der Friedhelm Becker. Der hat ja vorher kein Fußball gespielt. Der kam dann doch bei uns ins Tor, weil er Fußballleisten ja nicht brauchen können. Der Hauptakteur war der Engelsbeere. Der hat dann da, die haben sie immer wohl, haben sie mit Mats Prämie angesetzt, weil er das erste Tor schießen hat. Aber sonst haben sie die Prämie praktisch nicht zu bezahlen. Der erste Abteilungsleiter war der Werner Schütz, unser Schiedsrichter. Aber 1981 konnte ich den Edwin dann gewinnen, dass der den Chef, der den Abteilungsleiter spielt. Und von da an ging das also mit der FZM wirklich nach oben in jeder Beziehung. Viele, viele Dörfer hatten ja Freizeitmannschaften. Und da haben wir so engagiert, Edwin, ich, so die Kernteam. Und dann haben wir unser Fußball gespielt. Wir haben ja sehr viele Aktivitäten in der Freizeitmannschaft gemacht. Ja, wir haben ja Theater gespielt, wir haben Fastnachtswagen gebaut, haben Grillpartys gemacht, die schon über das Normale rausgegangen sind, mit Westernnacht. Wanderung gemacht mit Quiz und ja, Fastnachtswagen bauen und das war eine schöne Zeit. Die Ausflüge, die wir gemacht haben. Ja, in der Dernbach, in der Erzhause waren wir. Also ja, Dernbach. Mein Kollege, Schulkollege von der Forstschule, Herbert, hatte da eine Sportgruppe auch, alte Herren Freizeitgruppe. Und da sind wir oft hingefahren. Und wir waren zu einer Tanzveranstaltung, Tanz in den Mai in Dernbach in der Halle. Wir wurden danach begrüßt und ein Dammscheider Fußballer und wir saßen da schön. Frubi, Franz Rudolf Becker, war auch mit dabei. Und ja, was ist dann? Wir singen jetzt das Dammscheider Heimatlied. Das war ja damals noch ein anderes. Wie Dammscheider Lied? Was für ein Dammscheider Lied? Es gab damals kein Dammscheider Lied. Doch, 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 doch. Das gibt's. Ich sag euch den Text, wir singen das. Da sind wir dann alle Mann auf die Empore. Die Note liegen aus. Sollten das Dammscheider Lied singen. Keiner konnte den Text, geschweige der Melodie. Was ist denn das für ein Lied? Keiner wusste es.
Dann haben wir irgendwie rumgestammelt, rumgedruckst und irgendwie ging Gott sei Dank die Zeit rum und ja, trotzdem haben die Leute dann applaudiert. Das war musikalisch vielleicht nicht ganz so wertvoll. So was Schräges hat, glaube ich, noch keiner da gehört. Da waren wir einige Mal da oben. Wir waren zwar immer auf die Uhr gekriegt, so bei denen, aber die hatten da eine gute Mannschaft. Da waren da Oberligaspieler früher vom Werkes und wo die da oben im Westerwald gespielt haben. Hat mir Spaß gemacht. Wir haben auch schöne Tore gemacht. Das Ergebnis ist heute noch die Radtore. Gell? Früher war immer Sportfeste, war jedes Jahr selbstverständlich. Kamen 6, 8 Mannschaften, die haben ein Turnier ausgespielt. Dann abends in Hochruf des Saals, dann ist mit Siegerehrung. Mhm. Also das war ein Fest von morgens früh bis, also vom Frühstück, sagen wir mal, bis abends 12, 1 Uhr. Ach ja, die Dorfturniere war ja mehr Urlaub, aber trotzdem war ich immer mit Ehrgeiz dabei. Nachbarschaft. Erste, zweite, ja, dritte, vierte, ja. Nachbarschaft. Das war die erste Mannschaft. Ja, ja, genau. Haben wir ein Turnier gemacht. Und später war es dann nur Oberdorf, Rinnen und Dorf. Ja, ja. Das Nachbarschaftsturnier, das war. Also für mich als Kind dann schon damals immer eins der fußballerischen Highlights im Jahr. Ja. Unvergessen der Knox-Rolli-Elfmeter, wo ich mich als Kind noch dran erinnern kann. Es war dann damals noch so, dass die Drittnachbarschaft immer die meisten Spieler von der ersten Mannschaft hatte, weil es auch die größte, glaube ich, damals noch war. Aber die dann oft die PS nicht auf die Erde gebracht hatte, um das Ding zu gewinnen. Also ich immer so, was mir am Sportfest einfach immer toll fand, dass die Kinder haben hier rumgetobt, die haben ausgesehen wie Sau und genau das war's. Naja, wir haben uns schon immer schön interessante Spiele entfallen gelassen, muss ich sagen. Und das war auch schon ganz interessant, auch dass die Alte mit den ganz Jungen, mit den Kindern so zusammen gemacht haben. Das war eigentlich immer so unser Wert drauf, dass jeder ein bisschen was machen darf hier. Da waren wir ein Sportfest in Darmstadt. Ja. Und dort sind Kreppel gebacken worden, die Frauen Kreppel gebacken. Und wer da die Kreppel kriegt, wo etwas drin war, ja, der hat den ersten Preis gemacht. Ja, ja. Ja, ja, das ist bei uns in der Kisch passiert. Ja. Da sind verschiedene, da hatten verschiedene Münzerinnen gekommen. Demnach waren die Preise 30 Mark, 20, 10. Und dann sind die Kreppel verkauft worden, Stück 50 Penning. Und wer Glück hat, hat dann natürlich Geld rausgekriegt, indem er halt eben Münzen hat. Ja, ja. Das war, da weiß ich nicht noch, was war. Gute Idee. Sportfeste haben wir nicht viel, viel, ach, wir haben Breitensport gemacht, wir haben Spiel ohne Grenzen gemacht. Also nicht nur dieses Fußballlastige, sondern wir haben es wirklich dann auch auf den Breitensport runtergebrochen.
besonders nur bei einem Sportfest war, war unsere Zumba-Party. Wir waren also 3 Zumba-Instruktoren. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber ich sag mal so zwischen 50 und 60 immer locker. Wir hatten ja zeitweise im Jahr 6-7 feste Termine, wo wir Feste hatten. Das war natürlich auch für den Vorstand schon extrem viel. Außersportlich glaube ich auch viele, viele Highlights. Die Weihnachtsfeiern, die wir gemacht haben. Erstmal beim Helmut haben wir ja angefangen und dann hier im Saal. Ich glaube, die waren legendär, was wir da auf die Beine gestellt haben. Das war schon Bombe. Und der Saal war ja gerappelt voll. Alle Mitglieder waren ja auch dann da. Das war schon toll. Und dann hat man sich auf einmal eingebracht, Festausschuss. Dass dann die Vorstandssitzungen eigentlich fast nur daraus bestanden haben, irgendwelche Feste zu organisieren. Daraufhin hatte ich dann auch irgendwie das mit dem Festausschuss ins Leben gerufen, was so im Nachhinein betrachtet noch ganz viel besser funktioniert hat, wie ich mir das irgendwie hätte erträumen können. Und es war ja danach glücklicherweise genug Leute da, die dann erst im Festausschuss mitgemacht haben und viele, die dann auch über diese Arbeit zu anderen Positionen im Verein gefunden haben. Man hat gern geplant, gerne Feste gefeiert. Ja, es war immer auch Arbeit, aber es hat ja auch im Grunde Spaß gemacht, so die Vorbereitungen. Und wenn das Fest dann gelungen war, dann hat sich ja das alles auch rentiert. Ja, beim Festausschuss waren halt dann die Feste, ja, Spektakulum. Hier in Darmstadt war dann halt die Kirmes, das war immer recht schön. Und dann kam der Weinmarkt nachher dazu. Und was immer ganz schön war, das war das Muttertagsfrühstück. Also das war ja immer ganz toll. Das wurde auch immer sehr gut angenommen. Ganz besonders war es, wenn der Muttertag auf Sportfestwochenende gefallen ist. Dann haben wir das oben auf dem Sportplatz im Zelt gemacht. Also ich glaube, da kann jeder mit schönen Erinnerungen und mit Spaß zurückblicken. Ja, die ganzen Motto-Partys, die waren ja auch jahrelang ganz innen im Wintersaal. Das war auch ein großes Highlight. Rocknächte hat der Sportverein gemacht. Bis in die frühen Morgenstunden, sage ich mal. Ne? Aber das gehört dazu. Das ist sowas von top organisiert und das macht tierisch Spaß, damit zu schaffen. So eine Schicht mal zu übernehmen, das ist das Kleinste, was ich machen kann. Ja? Also da soll eigentlich jeder sich selbst an der Nase packen und sagen, klar, helfen wir damit. War Oktoberfest, musste ein Beitrag gemacht werden und da haben wir einen wunderbaren Tanz gemacht, der Korobuschka-Tanz. Er hat uns das Krämer Schild ein und da haben wir extra Kleider nähen gelassen. Das war ein erster guter Highlight. Das war 82 war das. Die Presse mich viel, und dann ist alles ruhig, verstehst du? Und hinten noch geben sie sich die Hand und sitzen zusammen und das ist das Beste, was man machen kann. Nun muss man da zurückgehen, in unserer Zeit, wir hatten Fußball. Was war denn hier auf dem Dorf? Fußball. So, wenn du dann abends hier durchs Dorf gegangen bist, irgendwo ist immer ein Ball gerollt. Da hast du auf der Wiese, da haben wir Fußball gespielt, vorher in der Gasse haben wir Fußball gespielt. Überall, wo zwei Tage waren, waren Touren, da ist Fußball gespielt. Es ist heute schwierig. Was willst du den Leuten heute noch entlocken? Die wollen verwöhnt werden oder bespaßt werden. Ich sehe den Verein so, dass der Erhalt bleibt fürs Dorf. Dass noch irgendwo eine Gruppe ist, wo sich die Leute anschließen können. Wo das Dörfliche noch bis hier Erhalt bleibt. Dass das mit dem Fußball, das gibt keine mehr. Das sehen wir ja in dem ganzen Rhein-Hunsrück-Kreis oder der ganze Fußballkreis, dass das immer weniger wird. Ich wünsche dem SVD, dass er für die kommenden Jahre einen Vorstand hat, der ähnlich aktiv ist wie der damalige 80er, 90er Jahre. Das war schon eine Truppe, die da zusammen war, die auch wirklich was geschafft hat und bewegt hat. Und ähnlich stelle ich mir das für die kommenden Jahre auch wieder vor. Ich würde mich freuen, wenn der SVD das noch erleben könnte. Ich finde es ganz gut, dass junge Leute
dass die das in die Hand genommen haben und dass es bald wirklich in Darmstadt weitergeht. Also, was ich dem Sportverein wünsche, weiter so engagiert zu bleiben. Ihr habt einen tollen jungen Vorstand, motiviert weiter, ihr macht das toll. Und ich denke, dass man den Weg auch fortführen muss. Reitensport, dass die Leute im Dorf wissen, da ist ein Sportverein, da können wir hingehen, können uns noch ein bisschen betätigen und auch das gesellschaftliche Leben bis hier hochhalten. Für den Vorstand wünsche ich, dass diese Gemeinschaft, die herrscht, bleibt, dass sie Unterstützung kriegt. Ich wünsche mir, dass es noch 100 Jahre weitergeht und dass mein Enkelchen das auch noch erleben könne, so wie es ist, ja. Man freut sich, wenn so ein Verein bestehen bleibt und vor allen Dingen die Einigkeit, die Kameradschaft, das ist in einem Verein das Beste, was es gibt. Dem SVD wünsche ich jetzt zu seinem 100-jährigen Bestehen alles Gute und hoffe, dass das nächste Jahrhundert genauso gut und erfolgreich für den SVD verläuft wie das letzte. Alles, alles Gute und viel, viel Erfolg weiterhin. Natürlich weiterhin alles Gute, dass man halt immer wieder neue Mitarbeiter gewinnen kann. Alles, alles, alles Gute. Alles Gute natürlich dem SVD, Gesundheit natürlich, Fairplay, Gemeinschaft. Macht so weiter. Alles Gute. Meinem Verein alles Gute zum Jubiläum. 100 Jahre, das ist doch was. 100 Jahre Sportverein, das ist echt schon mega. Also dazu meine aller herzliche Gratulation. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute und weiter so. Macht's gut. Heute hatte mir immer abends auf der Haustür gesessen und habe eine Flasche Lubbes getrunken mit den Leuten. Das ist ein Harry Wein, Harry, ein Harry Wasser. Ja gut, also war doch mal die Cops, ob es das sichergestellt hat zufällig. Ja. Bei der Sanierung des Windsorsaals von 1917 bis von 2017. Bis die Tage SVD Allee. Ja. So war das. Ne? Das war so.